Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie man Windows-Passwörter zurücksetzen kann, beziehungsweise wie man auf Daten von Windows-Installationen zugreifen kann, wenn man den Rechner in den Händen hat, sprich, wenn man den Rechner beliebig runterfahren kann, andere Bootmedien starten kann, etc. Und was das für Auswirkungen hat. Nämlich, ich kann auf die Windows-Daten zugreifen, ich kann mir einen eigenen Benutzer in Windows anlegen, im Endeffekt gehört der Rechner mir. Heute möchte ich zeigen, wie man BitLocker einrichtet, wie man damit seine Festplatte verschlüsselt und genau solche Angriffsfälle verhindern kann. Ganz gleich, ob es sich um einen Angreifer handelt, der die Daten stehlen möchte oder jemand, der das Notebook zum Beispiel gefunden hat und einfach etwas zu neugierig ist. Ja, heute möchte ich, wie gesagt, über BitLocker reden, über BitLocker mit TPM, also dem Trusted Platform Module, ein Chip, der in vielen Notebooks zum Beispiel verbaut ist, ich glaube auch in vielen Standrechnern inzwischen, und der die Verschlüsselung mit BitLocker einfacher machen soll. Als allererstes schauen wir uns mal BitLocker an, das heißt Start BitLocker verwalten. Und hier sehen wir schon, wir haben die Option BitLocker zu aktivieren. BitLocker, für die, die es nicht wissen, verschlüsselt die Festplatte, das heißt, niemand kann an die Daten ran, der nicht entweder das Passwort hat, um die Festplatte zu entschlüsseln oder den Masterkey hat. Oder genau das Gerät verwendet, in dem der TPM-Chip verbaut ist, mit dem BitLocker ursprünglich eingerichtet worden ist. Wer sich das letzte Video angeschaut hat, dort habe ich gezeigt, wie man Windows-Passwörter zurücksetzen kann. Dieser Angriff wäre mit BitLocker nicht machbar, weil ich zwar Windows auf der verschlüsselten Partition starten kann, ich kann aber nicht von einer Live-Linux-CD oder von einer Windows-Installations-CD starten und dann direkt einfach auf die Daten zugreifen. Bevor wir BitLocker aktivieren, schauen wir ganz kurz hier unten noch auf TPM-Verwaltung und hier steht unter verfügbare Optionen, dass TPM, also das Trusted Platform Module, ist nicht aktiviert. Das können wir aber automatisch während der Aktivierung von BitLocker dann durchführen lassen. Hier unten haben wir noch ein paar Wechseldatenträger, also externe Festplatten oder USB-Sticks, die aufgeführt werden. Und wir sehen, alle drei haben BitLocker nicht aktiviert. Das heißt, BitLocker kann ich nicht nur für meine Windows-Partition hernehmen, um die zu schützen, sondern auch, das nennt sich BitLocker to go, für Partitionen auf USB-Sticks zum Beispiel, damit auch die verschlüsselt sind und ich Daten auf sicherem Weg hin und her tragen kann. Natürlich ist es nur kompatibel mit Systemen, die BitLocker auch unterstützen. Das heißt, mit Linux zum Beispiel tut man sich dann natürlich schwer. So, ich kann jetzt hier auf BitLocker aktivieren gehen und ich sehe hier, was durchgeführt wird. TPM-Sicherheitshardware wird eingeschaltet und das Laufwerk wird verschlüsselt. Das ist soweit alles gut und schön. Ich kann es hier einfach durchführen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ich will das aber an der Stelle hier nicht durchführen. Das ist mein Notebook. Stattdessen habe ich hier drüben noch eine zweite Windows-Installation. Das ist wieder eine virtuelle Maschine und ich möchte das deswegen bei dieser virtuellen Maschine zeigen, weil, wenn wir nochmal hier auf BitLocker gehen, werdet ihr sehen, dass sich hier etwas ein bisschen anders verhält. Ich gehe nochmal hier unten auf TPM-Verwaltung und dieses Mal bekomme ich nicht angezeigt, dass TPM deaktiviert ist, sondern stattdessen, dass es kein TPM-Modul gibt. Das heißt, es gibt natürlich auch Rechner, die diesen speziellen Chip nicht eingebaut haben und ich möchte heute vor allem zeigen, was kann man tun, wenn man seinen Rechner schützen möchte, aber kein TPM-Modul hat. Mit TPM-Modul, hatte ich gerade schon gezeigt, ist recht einfach, das zu aktivieren. Ohne TPM-Modul, tja, blöd, funktioniert so nicht. Das Erste, was wir machen müssen, ist in Windows einstellen, dass wir statt dem TPM-Modul einfach nur ein Passwort oder einen USB-Key hernehmen möchten. Und das machen wir, indem wir hier unten auf Start gehen und dann die Gruppenrichtlinien bearbeiten. Und ich mache das mal kurz groß hier. Wir müssen hier unter Computerkonfiguration administrative Vorlagen in die Windows-Komponente rein. Hier gibt es den Ordner BitLocker-Laufwerkverschlüsselung. Und dort den Betriebssystem-Laufwerke-Ordner. In diesem Ordner sind jetzt unterschiedliche Richtlinien festgelegt. Ihr seht hier auf der rechten Seite, die sind alle nicht konfiguriert. Wir interessieren uns auch nur für eine einzige, nämlich zusätzliche Authentifizierung beim Start anfordern. Doppelklick, dann können wir die hier mal ein bisschen größer aufziehen. Also als allererstes muss die Richtlinie aktiviert werden. Dann können wir die Optionen bearbeiten. Wir haben hier TPM zulassen, das können wir so lassen. Ganz wichtig für uns ist einfach nur BitLocker ohne kompatibles TPM zulassen. Hierfür ist ein Kennwort oder ein USB-Flash-Laufwerk mit Systemstartschlüssel erforderlich. Das Ganze können wir übernehmen. Und jetzt sehen wir hier auch, diese Option ist aktiviert. Das heißt, wir können unsere Group Policy wieder schließen. Und wenn wir jetzt nochmal in BitLocker reinschauen, dann sehen wir jetzt auch, wir kriegen ganz andere Optionen und wir können uns entscheiden, wollen wir den Schlüssel zur Entschlüsselung des BitLocker-Laufwerks
lieber auf einem USB-Stick ablegen oder wollen wir ein Kennwort eingeben, mit dem wir dann jedes Mal beim Boot unsere Windows-Partition entschlüsseln können? Nehmen wir jetzt mal das Kennwort. Das sollte natürlich ein sicheres Kennwort sein. Und ich kann jetzt noch entscheiden, wo möchte ich die Wiederherstellungsschlüssel speichern. Macht natürlich keinen Sinn, diese Datei jetzt auf dem verschlüsselten Laufwerk abzulegen. Ich glaube, Windows wirft da sogar eine Fehlermeldung. Wir können es mal probieren. Ja, dieser Speicherort kann nicht verwendet werden, weil es natürlich keinen Sinn macht, die Wiederherstellungsschlüssel auf dem verschlüsselten System abzulegen. Deswegen lege ich die jetzt hier auf dem USB-Laufwerk ab. Da liegt auch schon ein anderer. Und dann habe ich hier meine Wiederherstellungsschlüssel ebenfalls gesichert. So, weiter. Ich nehme jetzt mal hier das gesamte Laufwerk, da das ein Rechner ist, den ich schon eine Zeit lang in Verwendung habe. Wenn es ein ganz neues Laufwerk ist oder ein ganz neuer Rechner wäre, dann könnte ich an der Stelle auch nur den verwendeten Speicherplatz verschlüsseln. So, weiter. Ich wähle die neue Verschlüsselungsmethode, weil ich nur dieses Gerät oder nur diese Festplatte verschlüssel, die in diesem Rechner drin steckt. Das heißt, ich werde die Festplatte nicht zu einem anderen Rechner nehmen, dort versuchen, das zu entschlüsseln und der Rechner könnte eventuell ein älteres Windows-Betriebssystem sein, das den neuen Verschlüsselungsmodus nicht spricht. Wenn ich sowas machen wollte, zum Beispiel mit einer externen verschlüsselten Festplatte, dann würde ich kompatibler Modus nehmen. In dem Fall nehme ich den neuen Verschlüsselungsmodus. So, natürlich möchte ich noch eine Systemüberprüfung machen, bevor ich das Ganze durchführe. Nicht, dass am Ende irgendwas schief läuft und ich meine Festplatte nicht mehr verwenden kann. So, weiter. Dann fragt uns Windows, ob wir jetzt neu starten wollen, weil natürlich die Verschlüsselung nur durchgeführt werden kann, wenn das System nicht gerade in Benutzung ist. Das machen wir auch. Ich schließe das hier mal. Und wir starten neu. Jetzt muss ich das Passwort das erste Mal eingeben zur Entsperrung des Laufwerks. Da sollte man natürlich bei dem Vergeben des Passworts auch darauf achten, vielleicht nicht unbedingt ein Passwort zu wählen, das Probleme mit US und DE-Layout haben könnte, also im Tastaturlayout, wenn es sich mal wechselt, weil teilweise ist es mir schon passiert, dass ich beim Boot von einem System ein anderes Layout hatte, als das bei der normalen Nutzung des Systems der Fall ist. Wunderbar, hier bin ich wieder in meinem Windows-Betriebssystem. Die Festplatte ist jetzt verschlüsselt und das können wir auch noch überprüfen, indem wir optische Laufwerke mal ein Linux einlegen, nochmal neu starten und schauen, ob wir auf die Partition oder die Daten auf der Festplatte zugreifen können. So, hier bin ich jetzt wieder in Kali Linux. Tatsächlich ist es egal, welche Linux-Distribution ich verwende. Kali lag bloß einfach zufällig als DVD gerade rum. Und deswegen verwenden wir das jetzt der Bequemlichkeit halber. So, wir haben hier 8 GB und Q-Stack. Das sind unsere USB-Sticks, die wir vorher schon hatten. Ich sehe jetzt hier keine weitere Festplatte, deswegen mache ich mal die Konsole auf und schaue mal, was wir mit FDisk sehen. So, das ist mal ein bisschen größer. So, schauen wir doch mal. FDisk-L. DevSDA, was haben wir da? Und da haben wir tatsächlich was mit NTFS-Platten und einem Hidden NTFS WinRE. Schauen wir mal, was haben wir da? DevSDA 1 sind 500 MB, DevSDA 2 sind 63 GB und dann haben wir nochmal eine 581 MB Partition. Ich versuche jetzt einfach mal diese NTFS-Partition zu mounten. Mount -tNTFS. Diese hier von mir aus nach Mount. So. NTFS Signature is missing. Failed to mount DevSDA2 invalid argument. Device doesn't seem to have a valid NTFS. Maybe the wrong device is used. Der Grund, warum ich das hier nicht mounten kann, ganz klar ist, weil diese Partition verschlüsselt ist. Schauen wir doch mal. Gparted. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr. So, was haben wir hier? DevSDA, das ist unsere 64 GB Festplatte. Und da sehen wir hier tatsächlich BitLocker, die ist verschlüsselt. Also Gparted ist schlau genug und erkennt BitLocker. Mit FDisk haben wir bloß gesehen, okay, irgendwas passt nicht so ganz. Aber die Festplatte ist tatsächlich verschlüsselt.
Wir können nicht drauf zugreifen, ergo können wir weder die SAM-Datenbank auslesen und da irgendwelche Passwörter zurücksetzen, noch können wir zum Beispiel Utilman-Exe durch CMD austauschen. So, das war es eigentlich schon wieder soweit zu dem Thema. Auf eine Sache möchte ich noch kurz hinweisen, bevor ich gehe, und zwar diesen Artikel, der vor kurzem rausgekommen ist, 13. März 2019. Da geht es darum, dass die Firma Pulse Security einen neuen Weg gefunden hat, den Schlüssel aus dem TPM-Chip rauszusniffen und im Endeffekt dort rauszuziehen. An der Stelle möchte ich noch kurz ansprechen, bevor jetzt Leute in Panik rumrennen und sagen, nehmt kein TPM mehr her. Man muss immer ein bisschen in Betracht nehmen, welchem Risiko man ausgesetzt ist und vor was man sich eigentlich schützen möchte. Klar, wenn ich jetzt der CEO oder CFO von einem Unternehmen bin und auf meinem Arbeitsnotebook mit sehr wichtigen Daten arbeite, dann würde ich vielleicht TPM nicht unbedingt verwenden, dann würde ich eher den USB-Stick oder eben ein Passwort verwenden und die entsprechend gut schützen. Bin ich jetzt aber zum Beispiel eine Privatperson und möchte mich nur davor schützen, dass wenn ich mein Notebook in der U-Bahn liegen lasse, nicht gleich der Erstbeste das aufklappen kann und da irgendwie dran rumspielen kann, dann würde ich sagen, reicht auch in dem Fall TPM aktuell noch. Man muss immer ein bisschen abschätzen, welchem Sicherheitsrisiko bin ich ausgesetzt, vor welchen Angreifern möchte ich mich eigentlich schützen, vor welchen Szenarien möchte ich mich schützen, etc. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert den Channel, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Thema. Ciao.